Momentan jagt eine Team Go Rocket Ankündigung die nächste. Es gibt thematische Pokémon. Jesse und James sind da. Wie häufig sind die aktuell im Event in dieser Kampfwoche? Sehen wir uns die ganze Sache mal an. Eine traurige Enttäuschung mal zu Beginn. Ich kann leider Jesse und James noch gar nicht zeigen. Außer während ich das Video noch schneide, tauchen die auf. Ich habe komplett gespielt, App immer geöffnet, geschlossen auch ab und zu, falls die deshalb nicht auftauchen. Ich habe die Ballons immer bekommen, aber nicht Jesse und James. Entweder Pech oder die sind relativ selten. Schade, aber das wollte ich schon mal sagen. Okay, es gibt vermehrt Gift- und Unlicht-Pokémon aktuell in dieser Woche eben. Die läuft noch bis zum 15. Juli, 22 Uhr, lokale Uhrzeit, egal wo man sich befindet. Und dann tauchen jetzt im Event die Ballons häufiger auf. Da hat man ja herausgefunden, alle 6 Stunden, bei 0 Uhr beginnt es, also 0 Uhr, 6 Uhr, 12 Uhr, 18 Uhr. Viermal am Tag hat man das Zeitfenster, jedoch im Event sieht es so aus, alle 3 Stunden, 0 Uhr, 3 Uhr, 6 Uhr und so weiter und so fort. Alle 3 Stunden kann einmal der Ballon aufploppen und im Event der Mauzi-Ballon häufiger. Die ursprüngliche Ankündigung hat zwar gesagt, irgendwie so, Jesse und James, schnell, denn die verschwinden bald wieder. Und jetzt steht dran, der Mauzi-Ballon erscheint häufiger, würde ja bedeuten, ohne Event, selten. Aber noch immer existent, werden wir dann herausfinden. Gut, Jesse und James, die können beide bekämpft werden, das ist richtig genial. Also man hat dann praktisch einen Ballon, aber 2 Rüpelkämpfe, wenn man möchte. Und bekommt auch 2-mal die mysteriöse Komponente, wo 6 Stück benötigt werden, um einen Vorstand herauszufordern. Man hat 2-mal die Chance auf ein Shiny, denn die ersten Pokémon, die mithaben, und da möchte ich das komplette Line-Up von sowohl Jesse und James als auch den 3 anderen zeigen. Hier von Serebi eingeblendet. Bei Jesse und James gibt es in dieser Reihenfolge Rettern und Smogon mit Shiny-Möglichkeit. Jesse hat ansonsten noch mit Sichlor und Kindwurm und bei James hat man Sneebel und Tanhell als Gegner. So, und nun wissen wir auch, was da los war, warum gestern Shiny Lapras und nur das eine und ohne Ankündigung und so, warum konnte das jetzt Shiny sein? Weil Lapras nun das erste Pokémon von Sierra ist. Und dieses kann gemeinsam mit Slimer von Cliff und gemeinsam mit Tanzer von Aloe auch Shiny sein. Also bei denen fängt man immer das erste Pokémon, anders als bei einem normalen Rüpel. Da hat man auch eine kleine Chance auf das zweite, sagen wir mal. Man kämpft gegen Vulpix am Anfang, das zweite Pokémon Vulnona. Dann besteht eine kleine Chance, dass man auch Vulnona fangen kann. Bei den 3 Bossen, Vorständen, immer nur das erste Pokémon und alle 3 können eben auch Shiny sein. Ja, und Lapras hier am Start bei Sierra. Da hat Niantic das vielleicht schon früher aktiviert oder um das zu testen oder wie auch immer im Hintergrund im Code schon und deshalb war Lapras schon vorher Shiny. Gut, das mal dazu und mit Rocket Radar kann man die 3 eben anlocken, auch beim Ballon und mit einem Super Rocket Radar. Momentan in der Herausforderung als Belohnung, oder wer noch bei der Giovanni-Spezialforschung dran ist, da erhält man Giovanni und Niantic hat bzw. wird das zu Krypto Suicune ändern. Wenn man Giovanni per Ballon besiegt, dann bekommt man da jetzt schon Suicune. Wenn man Giovanni über einen Pokestop besiegt, ganz normal, dann erst am 11. Juli. Keine Ahnung, warum das unterschiedlich ist, aber auf jeden Fall, Entei wird dann verschwinden und gegen Suicune ersetzt. So, Stichwort Herausforderung, da möchte ich die Grafik von Couple of Gaming zeigen. Ganz simpel erklärt, die 3 einzelnen Schritte, einen Rüpel besiegen, dann 2 Rüpel besiegen, dann 3 Rüpel besiegen und man muss auch welche erlösen, Power-Ups verwenden und danach spielt man auch die Top Herausforderung frei, also Elite Challenge auf Englisch. Hierfür muss man 15 Rüpel besiegen, 5 von den Bossen und einmal Giovanni auch. Kann man dann aber machen, weil man bei Schritt 3 einmal den Super Rocket Radar erhält. Absol mit Shiny-Möglichkeit, ein Sonderbonbon und davor gibt es noch Kikli.
Und diese Top-Herausforderung, ja, 15 Rüpel, finde ich nicht so heftig wie 50 fabelhafte Würfe, um ehrlich zu sein. Aber auch wer das nicht schafft, keine Sorge, muss man nicht machen. Für diese Million, wo man dann die drei Pokémon freispielt für das GoFest, da zählen schon die ersten drei Schritte. Aber zum Angeben, wie Niantic es im Text genannt hat, dass das in der Spezialforschungsliste auftaucht, muss man auch diese Top-Challenge noch schaffen. Und das ist keine Spezialforschung, obwohl das dann dort auftaucht in der Liste, sondern eine zeitlich begrenzte Herausforderung. Sprich, am 15. Juli, 22 Uhr, ist die weg und man hat keine Gelegenheit mehr, das Ganze abzuschließen. Würde ich schon empfehlen zum Super Rocket Radar. Einmal gratis Giovanni, ein gratis Legendäres zusätzlich. Gerne. Kann man gerne machen. Dann haben wir noch ein Takeover-Event, von welchem ich nun fast vergessen hätte, das an den Anfang zu packen. Also nicht wundern, das werde ich nun irgendwo da reinschneiden. Am 12. Juli von 11 bis 14 Uhr, das dürfte dieser Sonntag sein. Genau, 3 Stunden lang, so wie ein Community Day, ist das der Team Go Rocket Day. Die Übernahme hatten wir schon ein einziges Mal. Da werden die Rüpel bei sehr vielen Pokestops auftauchen und außerdem die Ballons vielleicht häufiger. Da steht während der Übernahme, seht ihr Team Go Rocket Ballons am Himmel. Die sieht man ja auch so immer. Aber Team Go Rocket Rüpel nehmen mehr Pokestops ein. Es gibt den doppelten Sternenstaub für das Besiegen von diesen Rüpeln. Also normalerweise 500, dann im Event 1000. Wenn man sich noch ein Sternenstück gönnt, 1500 für einen Kampf, ist im Grunde ganz genial. Es gibt noch eine besondere Hintergrundmusik, aber eine Besonderheit, wo viele Leute drauf gewartet haben, Lade-TMs, Frustration, Tschüss mit Ü und Ciao mit Au. Krypto-Pokémon teilen ja bekanntermaßen seit einigen Monaten schon 20% mehr Schaden aus, bekommen aber auch mehr Schaden, also sie halten weniger aus. Und es gibt durchaus manche Pokémon, die entweder in der Kampfliga interessant sind oder aber auch einige als Raid-Counter. Nehmen wir zum Beispiel ein Brutalander her. Krypto-Brutalander ist häufig da weit oben gelistet. Oder auch ein Krypto-Sumpex. Hier mit Community der Attacke, das muss man auch immer bedenken. Aber ein Krypto-Sumpex, Top-Wasserangreifer und dann nochmal 20% mehr Schaden. Klar, Glaskanone fällt dann relativ schnell um, jedoch kann man es verwenden. Vor allem auch als kostengünstige Variante, weil man die Pokémon dann vielleicht nicht mal so weit pushen muss oder nicht so auf die IV achten muss, weil sie sowieso von Haus aus 20% mehr Schaden austeilen. Aber die haben die Attacke Frustration. Bedeutet, man muss eine zweite Ladeattacke erlernen, um überhaupt eine Ladeattacke zu haben, weil Frustration bekommt man normalerweise nicht weg. Nur in den 3 Stunden, und das verstehe ich eigentlich nach wie vor nicht, warum das ein Eventbonus ist. Sorry, versteht mich nicht falsch, aber ich finde, man sollte immer mit einer Lade-TM Frustration wegbekommen können. Gut, das mal dazu. Dann haben wir mal wieder neue Raid-Bosse. Grafik von Pokéfans, ich glaube, die dürfte jetzt eine Woche lang korrekt sein. Also bis zum 15. Juli. Danach wird es wieder neue Raid-Bosse geben, höchstwahrscheinlich. 5 unterschiedliche bei jedem Ei. Und Togetic ist verschwunden, sowie einige andere. Team Go Rocket hat auch die Raid-Eier überfallen. Jesse und James haben außerdem jeder Spielerin und jedem Spieler eines ihrer Outfits geschenkt. Kann man sich nun bei Individualisieren anziehen. Gratis, kostenlos, aber nicht umsonst. Und zu guter Letzt gab es noch ein neues Update, 0.181.0, aber erst bei ganz wenigen Leuten verfügbar. Jedoch gibt es mit diesem einen neuen Ladebildschirm, weil mehr planscht da so richtig ab im Pool und passt auch so zum GoFest zu Hause, würde ich mal behaupten. Latias und Latios fliegen da herum. War vermutlich wegen des Latias-Latios-Raid-Wochenendes. Was man auf dem Screen noch Interessantes sehen kann, abermals Elfun, neues Pokémon, welches wir noch nicht haben. Und da hinten, und diesmal wirklich, ich muss ja auch irgendwann mal was einbauen, ansonsten glaubt ihr mir nicht mehr. Wenn wir da hinten ranzoomen, wirklich, da kommt jetzt kein Shiny Taubsi, ich verspreche es diesmal. Das ist doch der Schweif von
Mega-Glurak-Keks, oder? Oder bilde ich mir da irgendwas ein? Und ja, ansonsten kein neues geheimes Pokémon irgendwo gesichtet oder so. Aber für diese Folge würde ich mal sagen, war's das. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Es geht einfach beim nächsten Mal weiter.